So Leute, ich bin auf dem Weg nach Amsterdam. Auch wenn ich nicht offiziell als Connect-Creator vor Ort bin, für die Leute, die zu Hause geblieben sind und für die Leute, die halt nicht unbedingt vor Ort sein konnten oder die Leute, die das Ganze nochmal erleben wollen, dachte ich, MagicCon Amsterdam, machen wir mal einen Vlog. Die kommen gut an und ihr mögt das und ich mag sie zu filmen und ja, dementsprechend schauen wir uns das größte Spektakel in Europa in 2024 gemeinsam an. So, ich bin mal so ein bisschen unterwegs und schaue jetzt ein bisschen was wir so haben. Ich drehe das einmal, dann könnt ihr ein bisschen mehr sehen. Und da könnt ihr so ein bisschen sehen, wie voll das auch einfach ist. Es ist einfach voll. Es ist so krass, aber auch so cool. Es sind so viele Menschen. Ich bin jetzt hier gerade, ich glaube, in der Command Zone. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Aber ja, es ist wirklich krass. Und es ist so cool und so schön hier. Das muss ich echt sagen, ich bin so happy, hier zu sein. Ich bin sehr, sehr glücklich. Und an dieser Stelle muss ich es einmal rausdroppen. Und zwar der Grund, warum ich hier bin, ist tatsächlich, dass magicblocks.de und Robin, also aka Gamery, mir geholfen haben und mir die Connect-Kreaturen, die genommen wurden, haben immer so ein Badge bekommen zum Verlosen sozusagen. Und bin ja nicht als Content-Kreator eingeladen worden und war deshalb sehr geknickt und auch sehr, sehr traurig. Und habe dann gesagt, ich kann mir das einfach nicht leisten. So ein ganzes Wochenende ist für mich leider zu teuer. Die ganze Anfahrt hat schon wirklich viel Geld gekostet. Und die konnte ich tatsächlich auch nur machen dank der Patrons. Deswegen vielen Dank an meine Patrons. Ohne euch wäre das auch nicht möglich gewesen. Und vielen Dank an MagicBlocks und vielen Dank an Robin. Weil ohne euch wäre das alles nicht möglich gewesen. Ohne euch wäre ich nicht hier. Und ohne euch könnte ich das hier alles gar nicht erleben. Und es ist einfach so cool. Und ich bin euch so dankbar, dass ich das erleben darf. Und dementsprechend freue ich mich auf noch mehr Eindrücke, die ich euch geben kann. Manchmal flickert das Bild. Das müsst ihr so ein bisschen hinnehmen. Ich bin zu faul, das anders zu machen. Und wir gucken mal weiter. Und ihr kriegt jetzt noch ein paar Impressions. Vielleicht kriegt noch jemand coolen vor die Kamera. 100%ig kriegt jemand coolen vor die Kamera. Und wir gucken uns noch ein bisschen um und sehen uns nochmal. Und wie gesagt, nochmal vielen, vielen Dank an alle, die mich unterstützt haben. Weil, wie gesagt, die meisten, also es ist nicht normal, dann meisten hätten es nicht gemacht. Deswegen vielen, vielen Dank. So, ich habe mir den für mich leider nur zweitgrößten Style reingeholt. Brian Kibler nochmal minimal besser, aber den kriege ich nicht vor die Kamera. Deswegen Mann! Ja, kommt noch. Und zwar Hand of Blood. Du bist hier eingeladen als Guest. Du spielst schon ewig Magic, habe ich gehört. Ja, seit 99. Okay, damit ungefähr so lange wie ich tatsächlich. Das ist schon von krass. Und Finde ich mega. Ich bin ein bisschen nervös, das muss ich mal dabei sagen. Alles gut. Ist ja wahrscheinlich auch alles gut. Und ja, was hast du bisher so gemacht? Was hast du hier so erlebt? Ich habe vor allem viel gezockt. Wir sind hier mit einer ganzen Freundestruppe angereist. Schön mit dem IC aus Spandau direkt am Start. Haben uns zwei Vierertische reserviert, schon im Januar, damit auch nichts schief geht. Geil, ja. Und haben dann schön schon Magic gezockt. Im ganzen IC wurde Magic gezockt. Übel geiler Vibe. Ja, dann habe ich natürlich mir einmal alles angeguckt. Mhm. Ich gehe jetzt gleich mal ein, zwei Karten aus dem Mirror und dem Block unterschreiben, weil das so mein Lieblingsblock ist. Mhm. Und ich habe ordentlich mir mal alles einheitlich an Deckboxen. Ich habe dich beim Ultimate Guard Stand gesehen, mit einfach so riesen Einkauf. Alles. So über die Jahre hier und da kaufe mal für das Deck eine Box, für das Deck so ein Set. Und keine Ahnung, es war alles, ich brauchte es mal alles in einer, so ein 1000er Kasten oder 800er habe ich mir geholt. Ja, mega. Das ist natürlich mega cool.
Vor allem, wenn du es so einheitlich hast. Genau. Wichtig ist nur, dass dann noch die Decks unterscheiden kannst. Ich hatte das Zeit so einheitlich, dass ich nicht mehr wusste, welche Decks. Ich bin sogar so ein Typ, der nutzt dann Etikettiergerät und so. Ist geil. Richtig deutsch. Ja. Wie sie es gehört, tatsächlich. Oder so obendrauf im Edding schreiben. Ja, nee, dann lieber Etikettiergerät. Das muss richtig so bürokratisch sein. Ja, geil. Ja, wie gesagt, vielen, vielen Dank. Ich hoffe, du hast noch eine Menge Spaß hier. Ich finde es großartig, auch dass es jetzt mittlerweile so, dass du doch in diese Community mit reinkommst und so weiter. Ich habe auch schon, ja, wir hatten uns im Hotel gesehen, rumkommandiert, gute Freunde von mir, du warst ja auch schon mit viel unterwegs und so weiter und so fort. Deswegen, ich freue mich mega darüber. Ja, danke, danke. Ja, ich eher ja immer Arena-Content gemacht und physisches Magic nie so Content drum, weil es immer ein bisschen abstrakter, denke ich, so für Gaming-Content. Es ist vor allem schwieriger darzustellen. Ich weiß nicht, wenn du Zeit hast, Game Nights dem anzuschauen. Kenne ich, ja. Also das ist wirklich dann... Ja, super. Es ist auch die so Karten einblenden und so. Ja, die hatten gerade eben einen riesigen Würfel, um zu entscheiden, wer angegriffen wird. Das war so ein riesiger, so mit aufblasbarer, wie so ein Ball, den sie dann durch die Crowd gemacht haben. Genau. Das ist halt mega. Aber Arena ist halt super, weil das Regelwerk so smooth ist. Man muss nie nachdenken. Man kann trotzdem alles so ein bisschen begleiten. Schon nachdenken. Ja, aber die Regel passiert einfach. Das ist richtig. Weißt du? Richtig. Und das ist halt sehr angenehm. Ja, cool. Vielen Dank fürs Haben. Ja, ich vielen Dank, vielen, vielen Dank dafür. Und viel Spaß dir noch. Danke. Tschüssi. Bitte herzlich crazy. Ja, Leute, super, super krass, was hier abgeht. Ich meine, ich probiere jetzt gerade so ein bisschen im Hintergrund, dass ihr das alles mal so ein bisschen seht. Das ist mal langsam zu. Das ist insane groß und wunderschön hier. Das ist gar kein Vergleich mit Barcelona. Es ist so eine bessere MagicCon. Alles daran ist großartiger. Hier ist die Command Zone gerade. Und da hinten ist dann die Pro Tour in so einem kleinen abgesperrten Bereich, während dann halt die kompletten Bänder und die kompletten Händler alle vorne in dem Ding sind. Das ist wirklich geil. Dementsprechend mega, mega, mega Event. Und ja, ich kann euch nur empfehlen, bei der nächsten MagicCon, wenn ich mal eine MagicCon sein sollte in Europa, guckt sie euch an, versucht da zu sein. Es ist wirklich krass. Und ja, wir gucken noch ein bisschen weiter. Vielleicht kriege ich noch den einen oder anderen vor die Kamera und wir quatschen mit den Leuten. Dementsprechend schauen wir mal weiter. Ich weiß gar nicht, ob ihr mich hört, weil meine Stimme ist wirklich im Arsch. Und mega, mega Party, absolut crazy.
Und ja, das war insane gut. So Leute, Tag 2. Wir sind auf dem Weg zur MagicCon Amsterdam. Und ja, ich bin noch völlig fertig von der Emo-Party. Man hört es vielleicht, meine Stimme ist nicht die geilste. Und ich bin sehr, sehr, sehr im Arsch. Aber ich dachte mir, heute Morgen frisch aufgestanden, einmal duschen und dann passt das alles. Und ich freue mich auf jeden, der heute zu mir kommt, der gestern bei mir war und der am Sonntag zu mir kommt. Und ich habe schon so viele, viele Leute getroffen, so viele Hände geschüttelt, so viele Sachen unterschrieben, so viele Bilder gemacht. Das ist Wahnsinn. Und wir gucken mal an, was Tag 2 so bringt. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich, wirklich gespannt. Bisher war es sehr cool und ich habe so viel Liebe durch die Community erfahren. Vielen, vielen, vielen Dank nochmal an alle. Also auch an, wie ich ja schon gesagt habe, die Leute, die es überhaupt nur möglich gemacht haben, dass ich hier bin. Gestern haben wir dann auch tatsächlich die Emo-Party nur aufgrund von Community-Membern besuchen können. Und das war großartig. Vielen Dank nochmal an euch, an die noblen Spender. Und ja, wir gucken uns an, was abgeht. Schaut mal, ich finde das ganz großartig, wie Marina das macht. Marina, das machst du großartig.
So, Leute, wir haben Tag 3 auf der MagicCon Amsterdam, nicht Barcelona. Und wir sind angekommen. Wir gucken uns jetzt ein bisschen um. Heute nehmen wir Podcast auf und es ist ein bisschen weniger tatsächlich. Ich kann euch mal zeigen, was hier so abgeht. Es ist schon relativ voll dafür, dass wir sehr früh am Morgen haben. Gerade hier Ultimate Guard, das Drucken habe ich euch schon gezeigt. Das ist auch mega cool. Und ja, dementsprechend ist sehr cool. Und wir gucken uns jetzt ein bisschen um und dann kriegt ihr noch ein paar Eindrücke. Ich gucke mal, ob ich noch jemanden vor die Kamera habe. Ich habe gestern gar keine Leute interviewt, glaube ich. Dementsprechend versuche ich das heute ein bisschen mehr zu machen und noch mal ein paar Leute vor die Kamera zu holen und ein, zwei O-Töne einzufangen. Ich habe mir die liebe Mina noch zur Seite geholt. Hallo. Und ich dachte mir, ich habe schon so viele Leute schon interviewt, die irgendwelche coolen Sachen gemacht haben. Du hast bestimmt auch was mega cooles erlebt. Ich meine, ich habe die MagicCon erlebt, was ja, das gibt es ja eigentlich nicht. Ja. Aber ja, ich habe das Unknown Event heute gezockt, das war mega cool. Ich habe gestern dieses Mystery Sealed gemacht und das war auch komplett bonkers. Also wirklich total cool. Gerade eben habe ich ein bisschen Stuff für Ultimate Guard aufgenommen. Dann habe ich zwischendurch auch noch irgendwie Freunde getroffen, Leute aus der Community getroffen. Ja, das also ist so viel. Es ist wirklich, es ist einfach nur toll. Also ich kann auch gar nicht jetzt rauspicken oder so. Es ist alles cool. Also einmal MagicCon als Highlight. Ja. Großartig. Es gab ja super viel zu sehen, super viele Stände. Hast du das Gefühl, dass du alles gesehen hast? Weil ich habe es nämlich nicht. Ich habe das Gefühl, irgendwo gibt es noch Dinge, die ich verpasst habe. Ich habe tatsächlich einfach aus Zeitmanagement-Gründen, weil ich habe kein Zeitmanagement, habe ich mich nicht einmal bei den Artists umgeguckt. Nicht krass. Einmal. Ich habe letztes Jahr gefühlt all meine Zeit dort verbracht und ich war nicht einmal da. Das finde ich sehr schade. Andererseits habe ich dafür beim Merch reingecashed und daher habe ich eh kein Geld für die Ja, okay. Kann ich verstehen. Ich habe so einen seltsamen Tunnelblick jetzt. Oder nicht Tunnelblick, sondern so eine, wie nennt sich das, irgendwie so Reizüberflutung die gesamte Zeit über gehabt. Ich habe Tim Gettke hat direkt vor mir gestanden, also wirklich so vor mir gestanden. Ich habe ihn nicht gesehen. Tuki und Cheesy, die habe ich auch gemeint am zweiten Tag. Irgendwann, ach, wann seid ihr denn schon da? Und die so, Mina, schon seit dem ersten. Ich so, ich hab die nicht gesehen. Ja. Also es ist so krass. Ich habe das gefühlt, alle gesehen, aber irgendwie auch alle nicht. Und ich habe, also, obwohl, weil alle sind da. Ja, das ist richtig. Das ist wirklich krass. Ja. Und wenn ihr sie schon mal hier habt, einmal ganz, ganz große Props für die Live-Performance bei der Emo-Party. Ich hab's dann noch schön mit aufgenommen. beim Karaoke. Ganz großartig, ganz, ganz großartig. Und damit würde ich es auch beenden und sein lassen. Und Dankeschön. Deswegen, wir sehen uns dann nächstes Jahr. Spätestens. Command-Fest. Nee, ich bin nicht beim Command-Fest. Ich bin in Herne bei dem anderen, weil da spielt man alles außer Commander. Lotus Vale. Weil da spielt man alles außer Commander.
Und ich spiele ja sehr viel außer Commander und ja, dementsprechend passt das. Ja, aber wir sehen es trotzdem auf jeden Fall. Genau, das auf jeden Fall. Und ja, dann, wir gucken noch ein bisschen rum. Wahrscheinlich ein paar Bilder kriegt ihr noch. Und dann bin ich auch raus für die Woche und den Monat und diese Magic-Con. Ich habe mir den Jakob vom Mannanzug-Podcast reingeholt. Wir drehen den Spieß mal um. Normalerweise bin ich bei ihm immer zu Gast, deswegen darf er jetzt mal bei mir Gast sein. Sehr schön. Wir müssen eh noch mal was zusammen machen. Wir sehen uns das erste Mal hier auf der MagicCon. Du bist das erste Mal auf der MagicCon, richtig? Ja. Wie findest du es? Also ich bin wahnsinnig überwältigt. Wir sind Donnerstag schon angereist. Am Freitag habe ich versucht, selber so ein bisschen Content zu machen und bin durch die Gegend gelaufen. So viele Eindrücke, vor allem so viele Leute, die man kennt, teilweise einfach von irgendwelchen Instagram-Accounts, vielleicht von der Zeit noch vor dem Mana-Einzug, habe ich dann NOS 89 gehabt. Habe ich einige getroffen, also zum Beispiel Gathering the Magic, das ist ein cooler Typ. Der hatte zum Beispiel mal ein Commander-Deck gewonnen bei denen, hatte mir geschickt, Overseas von England, war mega geil. Ein Haufen Leute, mega krass. Und ja, gestern konnte ich da mal wirklich zocken. Gestern habe ich gesagt, okay, ich mache diese Ticketed-Events. Ich hatte zuerst das Assassin's Creed Draft gehabt. War mega cool, war mega witzig. Und dann nachher noch dieses Gavin Verhey Unknown-Event. Ah, ja. Und das hat richtig geballert. Das war, ich muss sagen, also ich finde es gut, dass es halt so viele Möglichkeiten gibt zu spielen. Es gibt wirklich viele Tische. Ich hatte nie das Problem gehabt, zu sagen, wo finde ich jetzt einen Tisch, wo ich spielen kann. Habe ich noch überhaupt nicht gehabt, fand ich mega gut. Ich fand auch das Game Nights Live mega krass und beeindruckend und alles. Diesen riesen Würfel, wo sie dann durch die Menge diesen Würfelball geschwungen haben. Und auch vor allem dieses Kostüm von Jimmy Wong mit den Tentakeln, weil er hat ein Eldrazi-Deck gespielt, war mega krass. Ein bisschen bei den Stores gewesen, ein bisschen mal geschaut, was es gibt. Ich konnte sogar meine letzten Wochen noch besorgen von Modern Horizons 3, ein paar Sachen eingetauscht. Jetzt kommt der Assassin's Creed und Bloomborough, wie wir gesehen haben, ist der Age schon wieder rum. Ja, eigentlich sind wir schon bei Foundation. Eigentlich. Ja, das ist es gab auch richtig coole Spoiler von neuen Karten, die ich sehr interessant finde. Bis auf eine, da war ich ein bisschen, dachte mir, okay, für Commander könnte das für Salz sorgen. So eine Karte, die sagt, du kriegst kein Leben mehr bis zu Ende des Zuges. So, bei einem Live-Game-Deck ist das dann halt GG eigentlich. Ja, aber das kann man ja mal machen. Lernen, dass Live-Game nicht alles ist. Das stimmt, ja, genau. Aber ansonsten mega krass. Also so viele bekannte Leute auch. Ja, und super nett auch vor allem. Ja, also, ich habe Pleasant Kenobi zum Beispiel interviewt. Ja. Also, willst du ein Interview machen? Und so, ja, sure, why not? So, okay, mach mal ein Interview, geil. Ich dachte nicht, dass es gleich so losgeht. Ja, mega. Das war dein erster, den du vor der Kamera hast. Der erste, genau. Natürlich mega. Ja, sehr, sehr cool. Ich wollte die Gelegenheit nutzen, mich einmal zu bedanken, weil du hast mir die Karte, die Senno-Karte geschenkt. Ja. Weil wir waren im Podcast bei Jakob, da könnt ihr mal reinhören. Ist unten auch verlinkt, wie so oft auch. Und das war dann das zweite Mal, dass ich da war. Also, wie oft muss ich da noch hinkommen, dass ihr da mal abonniert? Und deswegen vielen, vielen Dank für die Karte. Ja. Die Senno-Karte ist für mich mein Highlight. Ja. Ich habe es im Hotel leider vergessen. Ich wollte eigentlich überlegen, eigentlich musst du den unterschreiben lassen. Aber das machen wir dann das nächste Mal. Auf jeden Fall. Dann kommt die unterschrieben in mein Deck, passt ja. Und ich weiß, dass es dich sehr freut. Wirklich sehr. Vielen Dank dafür. Und wir gehen jetzt noch ein bisschen umgucken, wenn wir noch so treffen, wenn ich noch vor die Kamera mache. Gestern habe ich vergessen, Interviews zu machen. Dementsprechend gucken wir an, wie Tag 3 so läuft. Und vielen Dank und sehr viel Spaß noch. Ja, danke.